Ja, ich habe Steve Akutanga für den Studentenpreis 2007 in der Kategorie Engagement für ausländische Studierende vorgeschlagen, weil ich denke, dass Steve sich während seiner Zeit als Student hier an der OVGU in ja, eigentlich herausragender Weise nicht nur für Studierende an sich, sondern auch besonders halt für ausländische Studenten engagiert hat. Steve war im Studentenrat der Otto von Guericke Universität und hat sich zusätzlich im internationalen Referat und im ICUS engagiert. Und Steve war aber nicht nur halt hier in den Gremien der Universität tätig, sondern hat halt auch außerhalb der Universität sich für die Studenten eingesetzt, wenn es darum ging, Behördengänge zu erledigen. War er immer Ansprechpartner, hat sich Zeit genommen, hat mit denen diese Gänge erledigt. Und egal was war, er war halt eigentlich immer da. Man konnte ihn anrufen, konnte sagen, das und das Problem habe ich. Und selbst wenn er keine Möglichkeit hatte, in dem Moment zu helfen, wusste er dann aber meist immer irgendeinen Ansprechpartner, der dann halt weiterhelfen konnte. Und gerade für ausländische Studenten, denke ich mal, war es auch sehr angenehm, dass er selbst halt als ausländischer Student Ansprechpartner war, weil sie dementsprechend vielleicht auch nicht so die Hemmschwelle hatten, Probleme zu offenbaren und sich ihm dann anvertrauen konnten. Also ich habe Liane Müller vorgeschlagen im Bereich kulturelles Engagement, weil sie sich seit Jahren engagiert in mehreren Bereichen, nämlich sie ist Vorsitzende vom Projekt 7 seit mehreren Jahren, sie leitet den Hörsaal im Dunkeln, sie setzt sich für Theatergruppen ein, dass die Möglichkeiten haben, hier auf dem Campus auftreten zu können. Und deshalb denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass das Engagement, was eigentlich immer im Verborgenen bleibt, auch mal gewürdigt wird. Und weil ich noch nie so jemanden getroffen habe, der mit so viel Herzblut und mit so viel Liebe und so viel Temperament bei der Sache ist, wenn es darum geht, Kultur für Studenten zugänglicher zu machen. Ich habe Madeleine Nagel für die Kategorie Besonderes Engagement für Kommilitonen und Kommilitoninnen vorgeschlagen, weil sie den Hauptanstoß für das Mentorenprogramm an der FGSE gegeben hat und trotz aller Widrigkeiten eine Menge Zeit und Energie in dieses Programm gesteckt hat, damit den Erstsemestern an der FGSE in Zukunft ein Mentorenprogramm an die Seite gestellt wird. Ich heiße Heidrun Boye, ich nominiere Anja Krüger für ihr besonderes Engagement in den Gremien der OVGU, weil sie durch ihre vielfältigen Tätigkeiten besonders gutes Organisationsgeschick und sehr gute Führungsqualitäten bewiesen hat. Sie war Vorsitzende im Pfarrer Vivi gewesen, hat als Tutorin die Mathekurse geleitet und hat jetzt erstmalig in diesem Jahr die Bundesfachschaftenkonferenz für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nach Magdeburg geholt. In diesem Zusammenhang organisiert sie diese gesamte Konferenz, die in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. an der OVGU stattfindet. Es gibt genau drei Zeitschriften, die ich in die Hand nehme. Zum einen ist es der Spiegel und die Zeit und zum anderen ist es die Kultur. Den Spiegel und die Zeit deswegen, weil ich hier alles Wissenswerte und Interessante erfahre über Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und natürlich auch Politik. Aber jetzt mal ehrlich, was nutzen mir die Erkenntnisse über die ganzen großen Sachen, wenn ich den Blick fürs Kleine nicht habe, für die Themen in meinem engsten Umfeld, und zwar hier an unserer Universität? Dana Müller und Christopher Könitz muss es wohl genauso gegangen sein, als sie vor einem Jahr auf die Idee kamen, die Kulpo zu gründen. Kulpo, das studentische Magazin, welches nach ihrer Idee Themen im universitären Umfeld aufgreift und für Studenten interessant beleuchtet und objektiv die Hintergründe aufzeigt. Durch ihr großes Engagement, ihre Kreativität haben wir es heute, ein Jahr später, zu verdanken, dass die Studenten der Universität Magdeburg mit der Kulpo ein hochwertiges, fundiertes und objektives Magazin, studentisches Magazin in der Hand halten, welches diese interessanten Themen beleuchtet. Meiner Meinung nach verdient das die Nominierung. Also ich habe Marien Eisenblätter vorgeschlagen, weil sie ein toller Mensch ist, der mir das jeden Tag durch ihr soziales Engagement beweist. Sie setzt sich zurzeit stark für das Projekt Uni macht Schule ein oder auch für die Kinderuni. Des Weiteren betreut sie Studenten psychosozial, sodass das Umfeld für die Studenten positiver wird und sie ein besseres ja, Umfeld, in einem besseren Umfeld studieren können.
Ganz besonders schön finde ich auch das aktuelle Projekt, was sie macht. Da setzt sie sich für Heimkinder ein. Da hat sie gerade organisiert, dass Heimkinder quasi Geschenke bekommen, dass sie halt vielleicht ein etwas schöneres Weihnachten verbringen können.